Ja, moin Chefs, willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Ja, Naruto braucht ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und in der Zeit treten wir ein paar Schneewehen um. Puff! Hey! Das sind keine Schneewehen, das sind Schneehaufen. Menschenskinder! Puff! Hey, da ist Geld drin! Juhu! Gut, ich glaube, in Richtung des roten Pfeils kann man am besten nachdenken. Habe ich so ein Gefühl. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir in die Richtung gehen, dass man da nicht nachdenken können, weil Naruto dann sowas sagt wie zum Beispiel, nein, hier will ich nicht nachdenken, hier bin ich total unkonzentriert. Könnte ich mir vorstellen. Ja? Achtung, es kommt gleich. Vorsicht. Ich muss da weiter rein und mich beruhigen. Nee, das geht hier nicht. Beruhigung gibt es nur in einer anderen Richtung. Da ist so eine heiße Quelle, da kann er sich reinsetzen. Ist auch immer mal ganz schön. So ein bisschen Körper und Seele mal baumeln lassen. Moin. Ja, mach deinen Kopf wieder mal ein bisschen frei. Ist zwar nicht so, dass hier der Overlord von Akatsuki durch die Gegend Strom hat, aber nö. Hau ab. Mach dir ein Brot und setz dich auf den Stein, genau. Also manchmal überlege ich mir, egal. Lass die Pokito-Übersetzung mal sein, ey. Nee, auf solchen... echt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das hier eine ordentliche Firma wäre, die das übersetzt, ne? Und dann kommen die wieder mit so Scheiß wie Gefangen nehmen und so weiter. Töten! Mann, töten! Das ist ein Ninja. Der ist nicht bei der Polizei. Der gehört nicht zu Lenzen und Partner. Töten! Ninjas, töten! So, da war mein Wort zum Sonntag. Gut. Extra Kraft-Mochi brauche ich nicht. Habe ich noch so eine Bombenkugel? Damit kann ich dich nämlich töten! So. Los geht's. Wir kämpfen jetzt gegeneinander. Auf das Blut spritzt. Nein, wir werfen jetzt mit Wattebäuschen und der als erstes auf den Boden liegt, der muss aufgeben. Kakaopause! Gegner mit Ninjutsu gefangen nehmen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir endlich hier von diesem Standard weg sind. Mit RTL 2 Naruto, aber scheinbar nicht. So, sieht das aus wie gefangen nehmen? Sieht das hier aus wie gefangen nehmen? Nein, da gibt's Backenfutter. Gibt auch für Fresse. Guck mal. Hier, ist das gefangen nehmen? Nee, das ist nicht treffen. Puff! Meine Güte. Ich hätte echt gedacht, dass das ein anderes Team gewesen wäre, das gemacht hat. Aber scheinbar werde ich auch hier ein bisschen enttäuscht. Im bewusstlosen Zustand. Also, ihr kennt doch diese Pokito RTL 2 Übersetzung. Die von Panini, oder was war das damals? So, komm her. Zack, zack, zack und... Ja, man kann den Kindern ja sowas nicht zumuten. Wo ist die Schachtel von dem Spiel? Ich bin gerade dezent angepisst deswegen. Ab 12.
Ich finde, im Alter von 12 Jahren weiß ein Mensch schon, dass andere Menschen sterben können. Ah. Ja, dann komm mal her. Da war doch ein Ninjutsu, oder? Aber machen wir mal so. Ja. Versuch mich doch mal nicht. Junge! Nein, Naruto! Echt, Mann, ich muss jetzt nochmal hochladen. So. So. Komm her, Freundchen! Oh, Mann, du mit deinem Krähen, Mister, ne? Bist du wie die Scarecrow? Basau! Ja, das ist doof. Wenn man noch versucht, die ganzen Bonussachen da zu kriegen, dann werden die Kämpfe um einiges schwieriger. Aber ist mal ganz schön. 20% Rabattgutschein für einen Tante-Emma-Laden ist nie weg. Kann man auch sich gerne mal einrahmen lassen. Ich kapier's nicht. Ich kapier's echt nicht. Gefangen nehmen. Wolltest du den unterm im Schwitzkasten mitnehmen und verhören lassen? Der erzählt doch sowieso nichts. Ach, egal. お前を捕まえればサスケを。だが。現実。先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもし、そのサスケがコノハを裏切り、里を襲ってきたらどうする。なんだ？なんでサスケがそんなことするわけないだろう。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、 お前は奴を止められるのか。あ、やつ、どうしてでも。サスケを殺してでも。サスケとコノハを天秤にかけられるのか。コノハは守る。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。前にも一度は。 同じことを言われた。でも選択肢なんかねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。 お前にその力を渡しておく。どういうことだってばよ。お前は 俺を狙ってたんだろ。もう行く。これから大事な用があるんでな。いや。あの時、イタチは何が言いたかったんだ。Das wirst du schon früh genug erfahren, mein Freund. なんで俺に。ナルト。 Ja, Schluss mit Pause. Nicht die ganze Zeit da rumfaulenzen. Nein, du musst auch mal wieder Leistung bringen, mein Freund. Gespeichert. So, du bist doch ein Händler, ne? Was kannst du mir denn so geben? Hast du irgendwas, was ich brauchen könnte? Kunai-Regen, schwer. Schleuder-Kunai, schwer. Bombenkugel, schwer. Blitzschlag-Kunai, nicht schwer. Na, die Frage ist jetzt, ist das Legende oder ist das Held? Ne? Weiß ich gerade. Ach, das sieht doch gut aus. Hier, guck mal. Mittlerer Schaden. Ist immer noch besser als leichter Schaden. Machen wir mal so. Das ist doch auch cool. Können wir auch mal versuchen. Da hätte ich auch nochmal gern wieder was Besseres. Aber ich glaube, damit können wir leben. So, jetzt müssen wir hier runter. Gegen Schaden verteidigen. Ach ja. Sogar mit Konter-Moves und allem. Kunst des Tauschens kennen wir ja auch schon. Oh, was ist hier denn los? Sakura-chan. Und Sai-tachi mo. Warum in so einem Ort?
Naruto, anta ni hanashi ga aru no. え、今、さくらちゃん、なんて言ったの?だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も。ただ、もう目が覚めただけ。 確かに前の私はサスケ君のことが好きだった。でも抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんておかしいでしょ。それよりも私にとってナルト、あんたの方が私の中で大きな存在になった。 いつも私のそばにいて、私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルト、あんたももうサスケ君を追うのやめない。サスケ君は私たちのところには戻らない。だったらもう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。 何切れてるの。私はただサスケ君からあんたに乗り換えただけじゃな。俺は自分に嘘をつくようなやつは嫌いだ。私が自分に嘘をついてる。何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は もし仮にさくらちゃんがそう思っていても、俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケは連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。<笑>もういい。行くわよ、キバ、リーさん、サイ。さくらちゃん。 これでよかったのか、さくら。キバ、お願いがあるの。あ、なんだ。これからすぐにサスケ君を探す。協力して。第2章、終結の第7版。 Ja, der Spaß ist noch lange nicht vorbei. さい、お前さっきさくらちゃんと一緒に分身だな。さっきさくらが君に言おうとして言えなかった本当のことを言うよ。本当のこと？おかしいとは思ってたけど、やっぱりなんか隠してたんだな。 ここに来る前、木ノ葉の同期メンバーとサスケのことを話し合った。そこで決めたあること、それを本当は伝えたかったんだ。決めた？一体何を決めたってんだ。サスケをこの葉の手で処理する。君の同期メンバー全員がそのつもりで動く。サスケを処理するって。 さくらちゃんが、あのさくらちゃんが本当にそんなこと納得したのか。さくらちゃんはサスケのことが大好きなんだぞ。なのにそんなこと。サスケはこの世界を闇に向かわせる手助けをしている。このままでは戦争の火種を生むだけだ。今は犯罪者の一員だ。木ノ葉の忍びたちは 暁に加担するサスケを容認できなくなった。 さくらは馬鹿じゃないし、
それぞれの立場がわからないほど子供じゃないさ。だから君にどうにかそのことを伝えようとここまで会いに来たんだ。だったらなんで俺に本当のこと言ってくれなかったんだ。サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。お願いナルト、私の一生のお願い、サスケ君を、サスケ君を連れ戻して。サスケは絶対俺が連れて帰る、一生の約束だってばよ。あの時も。それでも君はサスケを助けたいと言った。だから君に本当のことを言うのは、実はサクラに口止めされてたんだ。自分が伝えるって言ってね。しかし実際には本当のことを伝えることなく去っていった。ここからは僕の想像ですが、おそらくサクラは一人でサスケを殺すつもりだな。おそらく。嘘だ。サクラちゃんが、そんなこと。サクラちゃんはサスケのことがあんなに大好きだからこそ、このまま悪へ突き進むサスケを、その方法が大好きな人を自分の手で殺めなければならないことになるとしても、それがサスケを好きになった彼女なりの覚悟なんだと思う。ナルト。このことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。さて。高校にいたか。お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。五影階段で何があったか全て話す。